Nimm Platz. Roche, ja, Lena, Lena, Roche. Hallo, danke, hallo. Ja, vielleicht noch hallo. Mal. Halt, Mädels, bleib hier. Halt, Girls. Bleib hier noch mal einen Applaus für die fantastischen Background-Sängerinnen für Maya und Angie. Die beiden haben die ganze Woche hier. Ja, wink noch mal. Die beiden haben die ganze Woche hier tapfer Lena den Rücken gestärkt. Maya und Angie und natürlich die Heavy Tones. So. Ah, die Girls. Ja. So. Ach, die Girls. So. Das Chicas. Lena. Das Chicas. Ah. Ah, so. So, Lena, ich versuche dich jetzt noch bei Germany's Next Topmodel unterzukriegen. Ach so. Mhm. Ja. Ja, falsches Schuhwerk, ne? Ja, leider. Ich sehe, ihr habt da was vorbereitet. Ja, vielleicht kann der Rocher dir ein bisschen. Warum steht denn mein Schuh? Wir haben ein paar Schuhe vorbereitet hier. Warum? Ja. Guck mal. Na, Chica. Chica Walk. Chica Walk. Nee, es geht ja auch, man muss ja auch auf die Bühne kommen. Es reicht ja nicht nur auf der Bühne zu stehen und dort zu tanzen. Wenn man auf die Bühne kommt, dann sehen das die Leute ja schon. Mhm. Rocher, stimmt? Sofort. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass man richtig auf die Bühne kommt. Kannst du schon gut auf die Bühne laufen? Ich bin Topläufer. Ja? Möchtest du mal zeigen? Wie würdest du denn jetzt auf die Bühne laufen zum Beispiel? Soll ich das jetzt dir zeigen? Ja, zeig mal. Deswegen hast du jetzt die Schuhe. Möchtest du dich jetzt anziehen zum auf die Bühne laufen? Ja, doch nicht mit den Tretern, oder? Ja, bitte. Ja, dann los geht's. Dauert das jetzt noch ein bisschen. Ja, okay. Vielleicht kann ich ein bisschen Musik zum Schuh öffnen. Vielleicht irgendwas Romantisches? Ja, Besser mit Mucho. Komm, Roche, kennst du den Text von Besser mit Mucho? Ja, wir versuchen das. Bésame mucho, como si fuera esta noche. Ich liebe Tanzen. Tanz. La última vez. Bésame mucho. Kiss me, my darling, and say that you'll never be mine. Reicht. So. Das hätten wir schon mal. Cool. Zeit überbrückt. Zeit überbrückt. So, jetzt, pass auf. Ich muss vorstellen, die Show geht gleich los. Ja? Ist noch ein bisschen dunkel. Die Leute stehen da, erwarten dich und du kommst auf die Bühne. Wie würdest du es machen jetzt? Ich zeig dir mal. Geh erstmal nach vorne. Ja, genau. Das ist vielleicht so ein bisschen. Eine Roche guckt sich das genau an. Ja. Also, ich gehe jetzt quasi zur Bühne. Auf die Bühne. Du gehst jetzt quasi auf die Bühne, so dass es attraktiv aussieht. Hallo, Leute! Oder ja, nicht? Nein, so geht's nicht. Roche, komm. Roche, zeig mal, wie es geht. Bitte, Lena. Setz dich erst noch mal hin, Lena. Show me what you got. Ja. Setz dich erst noch mal hin. Ich glaube, wir müssen das noch mal angucken. Bitte on stage. Der Roche macht's jetzt vor. Du machst jetzt noch Schuhe? Nee. Hast du andere Schuhe noch dabei? Ja, natürlich. Die sind. Ja, natürlich. Football. Ah, ich hab schon. Hier, die hast du extra für uns mitgebracht. Ja. Ja, natürlich. Okay, die von mir. So, die soll ich anziehen. Ja. Ja. Hier mit dieser durchsichtigen Pornosohle. Ja. Ja, hot. Vom Feinsten. Endlich siehst du mal gut aus. Ja. Genau. Wahnsinn, gibt es die in deiner Größe? Oder hast du die extra für dich anfertigen lassen? Gibt's ja, genau. Gibt es die so auf dem Markt? Na, ja, natürlich. Crazy Hills. Ich erspare Ihnen das hier auch noch, ohne Strümpfe reinzusteigen, oder? Nein. Nix. Nein. Nix. Wir werden jetzt Salsa tanzen. Nee, die Strümpfe muss ich anlassen. Salsa tanzen. Nee, die Strümpfe muss ich anlassen, sonst bräuchte ich erst den Hornhauthobel. Dann würde ich es mir überlegen. Ja. Das geht ja richtig schnell bei euch. Ja. Naja, wir müssen dir doch zeigen, wie es geht, Lena. Ja, Freunde. Ich guck's mir jetzt nur mal an. Ich weiß nicht, ob ich wirklich. Ohne Scheiß, ich spreche mir echt die Knochen. Wir tragen dich sonst. Hast du denn, das ist so geil. Was? Das ist so geil. Ja, man muss es tragen können halt. Ach, das ist herrlich. Hat einer noch ein Zimmer für die Gay Games? Okay. So. Roche. In welchem Sport werdest du teilnehmen? In welchem Sport? Ja. Turmspringen. Wo wohnst du denn eigentlich hier? In Hamburg. Deutschland mittlerweile? Ah, in Hamburg. In Hamburg. Okay. Ja, okay. Wunderschöne Hamburg. So, mach voran. Eigene Technik hier. So. Echt, das sind echt spitze Schuhe.
Die sind sauber geworden. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. So. So, so jetzt könnt ihr auch mal langsam so losgehen. Lena, guck genau hin, damit ich, du ja, weißt, ja, wie man es richtig macht. Okay. Oh, Baby! Na, super. Ja. Gut. Stehst du? Und dann in wirklich, und dann hat er auch noch meinen Anzug an. So, ich muss um. So, jetzt, okay, jetzt zeig mal, wie Lena darauf geht, damit die Leute es wirklich ansprechend finden. Gut. Okay. Gell, Lena. Lena von Oslo! Alla Dulli, du musst ja. So, Lena, jetzt, du, hast, so, jetzt du, hast du genau zugeguckt? Ja, Lena ist Stefan, ne? Stefan und Lena zusammen. Ja, erstmal Lena. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Chica und Chico. Erstmal Lena, dann ich. Ach komm. Chica und Chico. Erstmal Lena. Erstmal Lena. Chica und Chicos. Chica, aber genau. Super sexy Beine. Moment! So finde ich auch gut, wenn die Socke so ein bisschen rausguckt. Du hast ja nie. So. Nehmen wir erstmal Lena. Hast du genau zugeguckt, was er gemacht hat? Erstmal Lena, jetzt, ja, sag mal, wie muss es aussehen? Sie hat. Komm, ne? Probier's nochmal. Komm, Lena, komm. Ja! Sie kann das. Ja! Ja, top. Bei dir nicht laufen. Bei dir. Was? Etwas Musik. Etwas. Lass dich alleine. Alleine. Tanzen. Ich sage nur, Chicas und Chicos, the game, day games sind geöffnet. Ach schön, so möchte ich dich immer sehen. Ich komme mir vor wie in so einer billigen brasilianischen Samba-Truppe. Weißt du, mit so abgeranzten Kostümen, so Federzeug, weißt du, nachts um drei im Bierzelt. Aber du hast schon ganz gut gemacht. Ich bin geboren für einen Catwalk. Ja. Ist man eigentlich chancenlos, wenn man nur so ein Gnom ist wie Lena? Nee, und die 1,70. Sie hat ganz gute Bewegung. Ja? Sie, ja, braucht nur ein bisschen Salsa mit mir und danach kriegst du das, okay, Chica. Wie groß bist du? 1,69. Also fast 1,69. Ja, ein wunderschöner Gesicht. Jetzt fast 1,79. Gibt es auch Models, die unter 1,75 sind? Ja, nämlich? Gibt's. Kate Moss zum Beispiel. Ist kleiner als? Ja. Zum Beispiel. Ja. Fast. Ja, also jetzt weißt du, wie es geht. Boah, ich zieh das mal aus, das ist ja total ekelhaft. So. Ich finde so. Das eigentlich ganz schön süß. Ich bin der Bequem. Ja, der Bequem. Hier, das ist auch Bequem. Sehr Bequem. Musst du wieder jetzt nach Los Angeles zurück eigentlich? Ja, noch, ja. Wir drehen noch. Okay. Ja. Okay, wer ist Favoritin? Wer ist Favoritin? Wer ist Favoritin? Wer die Favoritin ist? Sarah. Bitte? Sarah? Lena? Gibt's auch eine Lena? Ich vergesse das. Ich vergesse? Ja, ja. Okay. Du musst das in Spanisch da fragen. Ja. So, Lena, jetzt hast du eine Woche hier bei uns musiziert. Ja, reicht jetzt auch, ne? Ja, wie bereitest du dich vor noch jetzt auf Oslo? Die nächsten Wochen musst du ja jetzt so viel nicht mehr singen, Stimme ein bisschen schon, ein paar Interviews noch. Und, ja, obwohl ich ohne Musik nicht so gut kann. Ja, wie bereitest du dich denn vor? Hast du eine gewisse, weiß nicht was, Übungen, nee, die du immer machst? Ich singe jetzt nicht, ne? Ich muss meine Stimme schon. Ja. Sonst Hip-Hop. Ist mir die Gefahr Hip-Hop. Genau, ich beatboxe. Beatboxen? Ja, kannst du beatboxen? In der Tat, ein bisschen, ja. Nein. Eine Frau, die Beatbox kann? Normalerweise ist er. Warte mal. Nein. Komm mal hier. Nein. Doch.
Eine Frau, die Beatboxen hat, finde ich cool. Früher, zum Beispiel, früher war das schon cool, wenn Frauen auf den Fingern pfeifen konnten. Das kann ich auch halten. Ja, das kannst du halten. Aber das mache ich voll, das zu. Mach doch mal Beatbox. Hast du ein Mikro hier? Nimm mal das Mikro. Okay. Ja. Oh, Entschuldigung. Ja! Entschuldigung. Ist der Bass, oder? So. Pass auf. Ja, mach mal. Wie klingt das denn bei dir? Beat? Mit Beat? Von Herb oder was? Nee, alleine. Du alleine. Ich alleine jetzt? Beat? Du hast gesagt, du kannst Beatbox, dann musst du auch machen. Okay. So ist das. Ich bin mal gespannt. Konzentration. Enttäusch uns nicht. Jetzt stehe ich unter so einem enormen Druck. Also, wir fangen mal an. Wir fangen erst ohne Ton ein und dann fangen wir mit Ton an. Und ich kann nur eine Sache beatboxen und du singst mit. Ja, sag erstmal, mach erstmal. Okay. Nein, du darfst nicht lachen. Du musst näher an den Mund, glaube ich, noch näher dran. Richtig, du musst richtig Lippenkontakt mit dem Mikro haben. Ich kann es nicht. Du musst Lippenkontakt mit dem Mikro haben, dass mir Bum macht, weißt du? Wir müssen ins Hip-Hop-Geschäft einsteigen. Ja. Ja. Das alles dann demnächst. Jorge, ich wünsche eine schöne Woche noch. Und viel Erfolg natürlich bei Germany's Next Topmodel. Ich hoffe, wir sehen uns vorher noch wieder vor dem Finale, oder? Ja. Kommst du wieder zurück zu uns? Gerne. Ist ja nett hier, oder? Ja. Absolut. Sehr. Ja. Das heißt, wir haben jetzt noch. Nächste Woche sind wir schon in Oslo. Genau. Ich weiß sogar, wann das Finale ist von Germany's Next Topmodel. Du weißt, wann das Finale ist? Weil ich nämlich hinfahre, wahrscheinlich. Nein. Eventuell. Was ist denn da? Gucken. Ach so. Ja, musst du. Center, you know. Okay. Ich weiß aber noch nicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht, ich habe am 8. Am 8. ist meine Noten. Aber deine Noten du guckst das Ende, ne? Du guckst das Ende, ja. Na klar. Ja, wie geht's dir? Hast dich wieder gut erholt? Ja, klar. Ja. Also ich halte was aus. Ja. Wir schauen uns noch mal die Szene an, die dazu führte, dass du leider nicht weiterfahren konntest. Wird mir immer schlecht, wenn ich das sehe. Ja? Ja. Wir schauen noch mal rein. Da ist es nämlich passiert. Da sieht man Sido im gelben Wagen. Und das kann man jetzt in der Aufnahme noch nicht sehen. Das sieht man gleich erst in der Innenaufnahme.